Trio und los Paul hier bei BeFriends Radio. Und jetzt müsste der Peter gleich wieder am Apparat sein. So, der zweite Teil. Der zweite Teil, das war der Kult im Doppelpark, Trio da und danach los Paul, wurde auch schon auf meiner Facebook-Seite hier gefordert, vorhin, als ich Anna von euch spielte. Du sollst nicht Anna spielen, du sollst los Paul spielen. Ja, ich habe ich jetzt auch gleich nachgeholt. Peter, du erteilst heute, du hältst dich über Wasser, indem du ab und zu Schlagzeugunterricht erteilst. Und ja, ich habe. Das nervt mich jetzt, aber mal schauen, was ich da sehe. Auf, was ich mich gesehen habe, auf der Originaltrommel, die du bei Trio gespielt hast. Ganz genau. Na, und man kann dich auch buchen, habe ich auf deiner MySpace-Seite gelesen, Peter. Wie muss man sich das vorstellen? Also, da steht dran, es gibt ein 30-Minuten-Programm und da spielst du auch die Hits von Trio. Wie muss man sich das vorstellen? Weil du bist ja nur allein mit dem Schlagzeug. Ja, nee, ich habe einen Kollegen dabei, einen Gitarrist. Ein sehr guter Gitarrist und der singt dann auch. Und dann machen wir Kneipenmusik. Hier oben ist es in dieser Gegend so eine Kleinstadt, ja, so 50.000 Einwohner. Und da gibt es einmal im Jahr oder zweimal im Jahr 7 Kneipen und 7 Bands in der Altstadt. Mhm. Und wir machen solche Kneipenmusik, da bezahlen die Leute 10 Euro Eintritt und dann können sie sich 7 Bands in 7 verschiedenen Kneipen angucken. Und da spiele ich mit einem Kollegen so Kneipenmusik, die Oldies von Rock'n'Roll über Blues bis hin zu eventuell Schlager. Und dann unter anderem auch so eine halbe Stunde Trio-Titel dann, ne? Okay, das heißt aber auch, deutschlandweit oder auch woanders könnten Veranstalter, Diskothekenbesitzer oder so Anfragen an dich stellen, wenn sie Interesse an diesem Programm auch haben. Ganz genau. Gut, dann bewerben wir das natürlich auf dieser... Sehr toll. Das ist natürlich nämlich toll und man hat wirklich das Unikat, das Original natürlich da und nicht irgendjemand, der das covert oder sonst irgendwas. Und ich bin ja auch sehr viel in Clubs natürlich unterwegs und werde das natürlich auch anregen und ansprechen. Und das könnte eine sehr interessante Geschichte sein. Ich hatte letzte Woche, Peter, hatte ich die Franziska Menke, Fräulein Menke hier in meiner Sendung am Telefon, von der ich dich ja ganz schön begrüßen soll. Danke. Und sie hat mir verraten, ihr habt ja vor ein paar Jahren zusammen das Musical Sternenhimmel in Hamburg gemacht und sie hat gesagt, das kommt jetzt wieder. Erzähl mal ein bisschen was drüber, Peter, über dieses Musical Sternenhimmel. Ja, also Franziska, wir kennen uns ja aus den 80ern halt, man ist lustiger, dass man beim Weg war, bei Fernsehsendungen oder bei Rundfunkgeschichten. Mhm. Und dann war da dieses Thema Sternenhimmel im Delphi-Showpalast und der Horst Kuskler hatte Franziska gefragt, sag mal, was macht der Peter Bertels eigentlich? Das wäre da ideale Besetzung, ihr beiden, als ehemalige Neue Deutsche Welle Stars, in Anführungsstrichen, hat der eventuell Lust, ein Musical mitzumachen. Ja, dann rief mich dann Menke gleich an und sagte, ja, das und das, komm vorbei, stell dich vor. Nächsten Tag war ich in Hamburg bei dem Regisseur und dem Besitzer von dem kleinen Theater. Und dann habe ich das Drehbuch durchgelesen und habe gesagt, ja, mache ich. Und dann haben wir ein Jahr das Ding gespielt. Und ab wann gibt es Sternenhimmel wieder zu sehen und wo? Ja, das ist ja nur die Frage. Ich weiß nicht, ob der Regisseur hat mich schon angerufen und fragte mich so, was mache ich dann so ab August, September. Hab ich gesagt, theoretisch bin ich ab und zu mal mit einem Kollegen auf Kneipentour Musik machen. Ja, was hast du vor? Sag ich, ja, wenn du mich rufst und das ist ein vernünftiges Stück oder eventuell sogar die alte Auflage, dann bin ich sofort dabei. Ja, sagte, okay, aber jetzt machen sie, glaube ich, erstmal Pause und dann würde ab August, wenn die Proben dann beginnen, zu was, weiß ich immer noch nicht. Ob das ein neues Stück ist oder die neue Auflage von der damaligen Geschichte und dann würde der Menke auch wieder mitmachen. Ja. Richtig, das wäre natürlich sehr spannend. Also ich bin ja mit der Franzi ab und an auch in Kontakt. Und sie wird mir diese Infos bestimmt geben und wir werden das natürlich auch bewerben. Wir haben ja deutschlandweit auch Hörer hier, auch oben aus Norddeutschland und aus der Region Hamburg, die das sicher interessiert. Und wir werden das auch sehr, sehr gerne an alle Reisenden nach Hamburg natürlich nahelegen und empfehlen. Ja, weil das klingt ja furchtbar interessant. Es gab ja auch dieses Musical, dieses Ich will Spaß Musical vor ein paar Jahren, oder gibt es noch in Essen? Hast du das jemals gesehen? Nee, gesehen nicht, aber ich habe davon gehört, dass er auch in diese Richtung was läuft. Natürlich ein anderes Stück, aber mit der Neuen Deutschen Welle halt. Das war ja damals auch eine Zeit, 80er Jahre, das war wirklich was Neues in Deutschland.
Richtig, weil Schlager ja damals meistens nur deutsche Musik immer nur mit Schlager assoziiert wurde. Ja, ganz genau. Ja, und damit konnten wir Jüngere ja damals auch nichts anfangen. Damit konnten wir Jüngere auch nichts anfangen mehr. Ne? Das war jetzt endlich mal was für uns. Und ich weiß noch, ich hatte immer die Diskussion mit meinen Eltern, die sich auf Heino in der Hitparade gefreut haben. Dann kommen drei Chaoten wie Trio daher. Und dann haben sich die Eltern nicht mehr gefreut, sondern der Sohn immer. Aber ich glaube, da ging es damals sehr vielen Familien so. Peter, ich möchte über dein Projekt Dreimann im Doppelbett reden, weil das ist was ganz Aktuelles und ich persönlich bin hin und weg von diesem Lied 2-3 und von Kleinstadt Junge. An alle Trio-Fans, wo mir gerade zuhören und wo dieses Projekt nicht können, also es ist im Prinzip ist es die konsequente Fortsetzung von Trio. Ihr könnt auf die Homepage gucken, www.dreimannimdoppelbett.de, da könnt ihr auch dieses Video mit Peter Behrens angucken und man kann den Song natürlich im Internet auch beziehen als Download und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, habt ihr es 2010 jetzt auch als Single herausgebracht. Ja, soweit wir wurden ja alle vier zusammen alle weit auseinander. Berlin, Göttingen und an der belgischen Grenze wohnt der andere Kollege. Okay. Deswegen so richtig zusammensetzen können wir gar nicht. Das läuft alles über Telefon oder hier Fax beziehungsweise hier über Panna beziehungsweise Klingklang. Ne? Mhm. Also deswegen weiß ich gar nicht so richtig, was läuft. Okay, also ich habe, soweit ich informiert bin, ist es 2010 also auch auf Tonträger erschienen, eben mit diesen drei Songs oder als Maxi-CD erschienen und der Song, wie gesagt, es ist ein ganz, ganz typischer Trio-Song. Du hast ihn auch im Fernsehen vorgestellt, ich glaube in der Schaubude. Ja, genau. War's. Was ist denn jetzt dein Resümee davon, oder wie waren die Resonanzen von Dreimann im Doppelbett? Also von den Jungs, das sind für mich die Tonträger. Also die hören schon zu und die kümmern sich auch drum, weil ich technisch da nicht so auf dem Laufenden bin. Mhm. Und die ja, aber so rufen sie mich an und ja, wie geht es hier und, wie ist der Stand der Dinge, ja, weiß ich nicht, das müsst ihr doch wissen. Ja, irgendwie kommt da für die Jungs auf jeden Fall eine positive Resonanz dabei raus. Und das finden sie gut, weil sie ja mit dem Business an und für sich wenig zu tun haben. Jeder hat seinen Job denn ja auch, ne? Also diese Dreimann-im-Doppelbett-Geschichte ist an und für sich, ja, nicht gerade amateurmäßig, aber nicht professionell. Aber das macht es so liebenswert. Jetzt das fortzuführen. Mhm. Also wie gesagt, ihr könnt euch an die Hörer draußen, ihr könnt euch das gerne angucken, wenn ihr auf YouTube geht oder auf www.dreimannimdoppelbett.de, könnt ihr das Video dazu angucken. Und wenn ihr wirklich, also es ist ja so, wir haben es vorher mitbekommen, Peter Behrens bekommt heute, also ich kann ihm nicht mal den Gefallen tun und sagen, ich spiele das jetzt hier in meiner Sendung, da hat der Peter nichts davon. Ja, also wenn ich die Trio-Hits spiele, überall, da freut sich der Kalle, da freut sich der Stefan Remmler, aber der Peter hat nichts davon. Aber wenn ihr, genau. Aber anders ist es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Amazon oder sonst irgendwas gehe und den Titel downloade, kostenpflichtig, oder mir die Single kaufe, dann dürfte doch auch was von dich dann abfallen dabei, oder? Ja, das muss ich mit den Kollegen dann nochmal genau abklären, die aus Berlin, Göttingen und belgische Grenze. Die halten mich, also sie haben es gesagt, wenn irgendwas ist, wenn was Wichtiges passiert, die halten mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ne? Mhm, also dann rufe ich mal unsere Hörerschaft dazu auf. Also wir spielen es natürlich auch gleich. Peter, wollt ihr nicht die Katze im Sack kaufen, aber ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Geht, kauft euch das Ding, bestellt es euch. Ich habe schon nachgesehen, bei allen großen Portalen ist es zum Download. Da kostenpflichtig natürlich, bitte nicht illegal irgendwo runterladen, weil dann merkt ihr nämlich genau, oder dann wisst ihr, damit ist dem Peter oder anderen auch nicht geholfen. Kauft euch das Ding, ihr habt viel, viel Freude dran, ich habe viel, viel Freude an dem Song. Wir hören dann nachher auch gleich rein. Peter, Trio war irgendwann, war Trio noch Stefan Remmler, ja? Ja. Der war auch der Einzige, wo ein bisschen an die Erfolge von Trio anknüpfen konnte. Zunächst mit Keine Sterne in Athen, dann kam irgendwann Vogel der Nacht, Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, was dann zur Faschingszeit hochkam. Waren jetzt im Nachhinein betrachtet dieses erste Soloprojekt Feuerwerk, das er mit diesem kleinen Mädchen, mit Nina gemacht hat, war das schon der Anfang oder war das damals noch gar kein Thema? Also im Nachhinein könnte man meinen, das war vielleicht da schon der Anfang vom Ende, oder sehe ich das falsch? Nee, zeitpunktmäßig stimmt das auch ganz genau. Das war so langsam fing Trio an, sich aufzulösen vom Kopf her. Naja, wir waren 7 Jahre zusammen und 7 Jahre lang durch die Welt reisen. Also
bisschen so der Vorteil, den man als Vokalist oder als Leadsänger, glaube ich, hat, ja, weil die Stimme ist den Leuten im Kopf und da hat man es immer leichter, als wenn jetzt der Bassist oder was weiß ich, was dann jemand dann ins Solo-Projekt macht, mit einer anderen Stimme dann oder so. Ja. Na? Peter, irgendwann stand dann, habe ich in der Taz gelesen, das Finanzamt da und hat 300.000 Mark von dir gefordert und dann ging es ja langsam bergab. Zu welchem Zeitpunkt in der Karriere von Trio umschlich so langsam die Angst oder das Gefühl, das geht zu Ende oder das ist aus? Gab es da so einen Knackpunkt oder wie muss man sich das vorstellen? Was für ein Ende meinst du denn? Ja, praktisch, dass der Erfolg jetzt praktisch ausbleibt oder beziehungsweise, dass die Zeiten jetzt bei Trio, dass es vorbei ist. Ja, das war genau, also Stefan schon mal diese Sternenhimmel, wie ist das Spiel noch? Feuerwerk. Feuerwerk, genau. Ja. Da waren Carlo und ich uns das schon klar und bewusst, das ist jetzt so langsam der Abschied von Trio. Das war aber, naja, 7 Jahre, wie gesagt, das ist eine lange Zeit und das war auch erstmal in Ordnung. Wir hätten ihn vielleicht ein bisschen an die Züge nehmen sollen, aber das ging dann ja ruckzuck. Wir waren zu Ende 86 und hätten das dann durchgestartet, ne? Ja, richtig, das war, ich glaube, keine Stelle in Athen, war schon 86 dann, ne? Ja, ne? Ja, richtig, genau. Ja. Peter, wir hören jetzt natürlich, vor allem für die Fans, die das bestimmt furchtbar interessiert, Peter Behrens mit 3 Mann im Doppelpack, Doppelbett, war übrigens früher auch ein Titel von Trio. Da hören wir jetzt rein in 2-3 und man könnte wirklich meinen, die Zeit ist damals stehen geblieben. Also ich muss den Titel wirklich jetzt bewerben. Wir spielen jetzt gleich Peter Behrens 2-3 und danach werde ich nochmal mich mit Peter in Verbindung setzen, werde mich dann von ihm verabschieden und mich bedanken. Jetzt gibt's aber erst nochmal, und bitte gut zuhören, Peter Behrens mit 3 Mann im Doppelbett und 2-3. Peter, wir hören uns nachher nochmal. Bis gleich. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.